Ja, in den nächsten beiden Vorträgen geht es um unsere Straßen und vor allem um die Schlaglöcher auf unseren Straßen. Als erstes, der erste Vortrag ist von Alexander Kapp und Edith Hoffmann von der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Und sie stellen uns in ihrem Vortrag bestimmte Sachen zur automatischen Detektion vor, Machine Learning, sicher sehr interessant und auch ein hochaktuelles Thema. Bitte, die Bühne gehört euch. Ja, danke. Vielen Dank für die Einleitung. Wir beschäftigen uns mit der automatisierten Bestimmung der Straßenbeschaffenheit mit Hilfe von Machine Learning und Open Data. Ich werde kurz unsere Motivation zu diesem Projekt vorstellen, anschließend unser Projektziel aufskizzieren, unsere Vorgehensweise zusammen mit dem aktuellen Arbeitsstand zeigen und einen kurzen Ausblick über die geplanten Veröffentlichungen geben. Die Motivation hinter diesem Projekt ist, dass Informationen zur Straßenoberfläche, insbesondere für Rad- und Fußwege, für viele Anwendungen hilfreich ist, zum Beispiel fürs Routing, für die Modellierung von Radverkehr, für kommunale Radverkehrsplanungen. Und die Fahrbahnbeschaffenheit hat einen sehr großen Einfluss, sowohl auf die Routenwahl, es werden vor allen Dingen unebene Beläge vermieden, aber auch schlechte Qualität beeinträchtigt, insbesondere die Mobilität von Gehbehinderten und rollstuhlfahrenden Personen. Leider mangelt es an umfassenden und flächendeckenden Datenquellen. Sie sind oft lokal begrenzt, lückenhaft, veraltet, geben keine Informationen zur Qualität, sondern nur zum Belag. Und Erhebungen solcher Daten sind oftmals aufwendig und teuer, wenn sie mit entsprechender Technik abgefahren werden und ausgewertet werden müssen. Als Beispiel ist hier die Straßenbefahrung 2014 in Berlin. Die ist natürlich auf Berlin begrenzt, mittlerweile fast 10 Jahre alt und hat keine Angaben zur Qualität. Ein weiteres Beispiel ist OpenStreetMap. Hier haben Nutzerinnen die Möglichkeit, Informationen zu Belag und Qualität zu hinterlegen. Allerdings liegt die Abdeckung für Belag bei etwa 49%, die für die Qualität nur bei 16%. Auch ist nicht bekannt, wie aktuell diese Angaben sind und vor allen Dingen die Qualität ist oftmals inkonsistent, da subjektive Empfindungen auch mit reinspielen. Zum Beispiel ist ein brockelnder Belag noch gut oder schon sehr schlecht. Allerdings gibt es auch zwei Datenquellen, die wir uns zu Nutzen machen können. Zum einen, wie gerade erwähnt, bei OpenStreetMap gibt es für einen Teil des Straßennetzes die Angaben zu Belag und Qualität mit den Tags Surface für Belag und Smoothness für Qualität. Und die Crowdsourcing-Plattform Mapillary stellt offen verfügbare Straßenbilder bereit. Hier kann mit einer Kamera oder einem Smartphone mit GPS-Tracking können Bilder aufgenommen werden und von jedem und jeder hochgeladen werden. Die Verteilung der Mapillary-Daten hängt so ein bisschen von der Aktivität der lokalen Community zusammen. Hier ist mal dargestellt, wie das in Deutschland aussieht. Die gelben Flecken sind etwa 200.000 Bilder auf einem Raster von 1,5 × 1,5 Quadratkilometer. Für Berlin gibt es mehr als 10 Millionen Bilder und die meisten davon aus den letzten 2 bis 3 Jahren. Ich hätte es mal für Hamburg berechnen sollen. Unser Projektziel ist es nun, ein kostengünstiges und skalierbares Verfahren zu entwerfen, mit dem man mithilfe von offen verfügbaren Daten aus einem beliebigen geografischen Bereich Informationen zur Straßenbeschaffenheit erhalten kann. Und unsere Pipeline soll in etwa so aussehen, dass man einen Bereich wie zum Beispiel eine Kommune wählt, dann werden Bilder aus diesem Bereich von Mapillary runtergeladen, die Qualität und Belag der sichtbaren Straßenflächen werden in jedem Bild berechnet, die Informationen der einzelnen Bilder werden dann auf Straßensegmenten zusammengeführt und dann erhält man ein komplettes Straßennetz für diesen Bereich. Dafür entwickeln wir ein Klassifizierungsmodell und ein Aggregationsmodell. Für das Klassifizierungsmodell werden wir Machine Learning Modelle verwenden. Dabei gehen wir hierarchisch vor, also wir werten zuerst den Belag und im Anschluss daran dann die Qualität. Da werden wir verschiedene Machine Learning Modelle austesten, die bereits auf die Erkennung von Bildern vortrainiert sind, also klassisch Convolutional Neural Networks.
Und damit wir das Ganze dann auf unseren Anwendungsfall, also die Erkennung von Straßenbildern und deren Belag und Qualität übertragen können, brauchen wir einen Trainingsdatensatz. Diese Daten sind Bilder auf Straßenebene zusammen mit den Beschriftungen für Belag und die Qualität. Die uns bekannten, offen zur Verfügung stehenden Daten, Ressourcen sind oftmals mit dem Auto aufgenommen. Sie zeigen dann nur die Autostraße oder haben nicht die Beschriftung, wie wir sie dann für unsere Anwendung brauchen. Und dafür erstellen wir unseren eigenen Trainingsdatensatz, um zu entscheiden, welche Beläge wir überhaupt identifizieren wollen. Haben wir mal im OpenStreetMap geschaut, wie die Verteilung eigentlich aussieht. Hier hat man zum Beispiel für Asphalt 47% und nur 3% der Straßen sind als Kopfsteinpflaster beschriftet. Und bei der Qualität ist es ähnlich. Also über die Hälfte der Asphaltstraßen sind gut, wobei nur 1% als schlecht dargestellt wird. Daraufhin haben wir dann entschieden, welche Kombination wir für unsere Anwendung dann überhaupt in Betracht ziehen wollen. Das sind die hier dargestellten. Und jetzt stehen wir vor der Herausforderung, dass wir natürlich auch für die unterrepräsentierten Klassen eine große Menge an Daten brauchen, um unser Modell trainieren zu können. Und zudem sind wir daran interessiert, kann man so einen Datensatz auch automatisch erstellen. Dafür haben wir jetzt Mapillary-Bilder, also deren Georeferenz, mit OpenStreetMap-Segmenten übereinandergelegt. Haben dann einen Puffer von 2 Meter um die Segmente, für die wir die Angaben zu dem Belag und der Qualität haben gelegt. Und dann entsprechend die Bilder, die in diese Segmente fallen, dann so zu den Bildern dann die gleiche Zuordnung geben wie die Straßen. Dadurch haben wir jetzt einen ersten automatisch erstellten Datensatz bekommen. Den haben wir uns dann mal angeschaut. Also erstmal nur 100 Bilder pro Kombination. Da war jetzt bei 2/3 der Straßen war der, oder bei 2/3 der Bilder war der Belag richtig zugeordnet. Und von denen, wo der Belag richtig zugeordnet war, war dann gut die Hälfte auch die Qualität richtig. Das hat mehrere Gründe. Also oftmals war wohl die Straße, Rad- und Fußweg waren miteinander vermischt, weil die Geokoordinaten nicht immer so exakt sind. Dann kann es einen zeitlichen Unterschied zwischen der Aufnahme des Bildes geben und dem Erstellen des Tags in OSM. Und auch die Bewertung, wie wir schon gesagt haben, ist immer subjektiv. Also wir haben herausgefunden, dass es also nicht gut genug ist, diesen Datensatz automatisch erstellt wurde, zu verwenden. Wir müssen also händisch ran, haben uns eine Menge Bilder angeguckt in den letzten Wochen. Wobei wir nicht für alle Bilder, also wir wollten 2000 Bilder haben, nicht immer 2000 Bilder gefunden haben, weil wir relativ strikte Einschränkungen gemacht hatten, welche Bilder wir auswählen und haben dann nach unserer manuellen Beschriftung diese Verteilung erhalten. Die ist immer noch nicht besonders gleichmäßig. Das werden wir jetzt beim Trainieren der Modelle mit bestimmten Techniken adressieren oder auch wahrscheinlich weitere Bilder nachlabeln müssen. Hier ist jetzt mal der Arbeitsstand zu unserem Bildklassifikator. Das zeigt das Ergebnis zu dem Belag an. Auf der vertikalen Achse sind die Beschriftungen, die wir vorgegeben haben und auf der horizontalen das, was das Modell rausgegeben hat. Die Diagonale zeigt an, welche Beläge richtig erkannt wurden. Und in der zweiten Reihe sieht man, dass vor allen Dingen Beton, also Concrete, sehr oft vom Modell als Asphalt erkannt wurde. Die Qualität haben wir als Wert von 1 für exzellent bis 5 für sehr schlecht betrachtet. Und die Histogramme zeigen jetzt die Abweichung von den von uns vorgegebenen Qualitäten, die das Modell dann rausgibt. Wir haben auch schon beim Beschriften festgestellt, dass wir oftmals so zwischen zwei Werten, wie zum Beispiel exzellent und gut lagen, und gehen deshalb auch davon aus, dass unser Modell entsprechend häufig eine Nachbarklasse trifft. Wenn wir uns exemplarisch jetzt mal hier das letzte Bild Pflastersteine anschauen, dann sieht man, dass über die Hälfte eine Abweichung von weniger als 0,5 hat, das heißt richtig erkannt wird, bis 1,5 fällt in die Nachbarklasse. Und ein kleiner Anteil sieht man, der sich so um 2. Das ist dann, wo das Modell zum Beispiel gut erkennt, wenn wir schlecht vorgeben. Hier sind mal ein paar Beispielbilder. Ich hoffe, dass man das ganz gut sehen kann.
Das erste zeigt Asphalt mit sehr, sehr vielen Rissen. Das wird vom Modell als Kopfsteinpflaster erkannt. Das zweite ist Asphalt, der aber schon sehr bröckelig ist und auch verschmutzt. Der wird als unbefestigt erkannt. In der unteren Reihe links haben wir dann Pflastersteine. Jedoch ist das Bild recht verschwommen. Also im vorderen Bereich sieht man kaum noch die Kanten. Das hat das Modell als Asphalt erkannt. Und das letzte Bild ist Pflastersteine schlecht, weil hinten Schlaglöcher sind. Da hat das Modell gesagt, es ist gut, was nur für den vorderen Bereich trifft. Hier haben wir mal eine Technik angewandt, die Class Activation Map. Da kann man sehen, welche Bereiche einen mehr oder weniger Einfluss auf die zugewiesene Klasse hat. Dieses Bild wurde vom Modell mit einer Wahrscheinlichkeit von 49% der Klasse Pflastersteine zugeordnet. Und hier links im Bild sieht man auch, dass die hellen Bereiche, also genau auch die Bereiche mit den Pflastersteinen, die sind, die am meisten Ausschlag gegeben haben. Wenn wir also ein Klassifizierungsmodell haben, brauchen wir noch das Aggregationsmodell, um die Informationen der einzelnen Bilder auf Straßen zurückzuführen. Hier stehen wir vor der Herausforderung, dass die Bilder sehr divers sind. Die Geokoordinaten sind nicht exakt und wir wollen sowohl Fahrbahn, Radweg als auch Fußweg differenziert betrachten und haben häufig auch alle diese drei Wege auf einem Bild. Um die einzelnen Wege, also Straße, Rad und Fußweg, voneinander getrennt betrachten zu können, werden wir semantische Segmentierung anwenden. Das ist ein Verfahren, wo jedem Pixel eine Kategorie zugeordnet wird und für die Bilder in Mapillary, die nach Mitte 2021 aufgenommen wurden, stellt Mapillary auch die Metadaten unter dem Namen Detections bereit. Alternativ gibt es auch Segmentierungsmodelle, die bereits auf Mapillary-Daten trainiert wurden. Wir gehen davon aus, dass wir für einen Straßenabschnitt verschiedene Klassifikationen bekommen werden. Das kann zum einen daran liegen, dass die Straßenoberflächen sich ändern, wie hier von Kopfsteinpflaster zu Asphalt. Hier werden wir verschiedene Längen testen, die sinnvoll sind, so ein Segment aufzuteilen. Es kann technische Gründe geben. Hier werden wir verschiedene Gewichtungen testen, wie man mit Bildern umgeht, wo die Qualität nicht so gut ist, also zum Beispiel verschwommen, Bilder, die älter sind oder die Wahrscheinlichkeit unseres Modells relativ gering sind, sodass wir später gute Ergebnisse bei der Zusammenführung all dieser Bilder bekommen. Wenn wir mit dem Projekt fertig sind, planen wir das Gesamtmodell, was wir gerade vorgestellt haben, und damit erzeugte Datensätze für ausgewählte Kommunen und den kompletten Trainingsdatensatz auch offen zur Verfügung zu stellen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Es gibt eine Reihe von Fragen. Ich muss die mal kurz noch sortieren. Ich fange mal mit der an, die am weitesten gewotet wird. Da hattet ihr, glaube ich, gerade auch schon ein bisschen was zu gesagt. Zumindest, dass es ein Problem ist, nämlich mit der GPS-Ungenauigkeit. Wie geht ihr damit um? Ja, das eine ist, dass wir, uns ist bekannt, dass oftmals das, was wir sehen, nicht das ist, wo die Position ist. So werden wir dann auch für später die Zuordnung auch wieder so einen Puffer um die Straßen legen, welche Bilder wir in Betracht ziehen. Und durch die Segmentierung hoffen wir dann eben auch, dass wir zumindest zuordnen können, ob wir uns auf der Straße oder auf dem Gehweg befinden. Eine kleine Ergänzung dazu. Das andere, was wir hoffen, ist, so ein bisschen über die Masse zu gehen. Also wir haben ja nicht nur ein Foto pro Straße, sondern wir haben im Zweifel, je nachdem, wie viele Fotos es gibt, keine Ahnung, 10 bis 100 von verschiedenen Fotos pro Straßenabschnitt. Und dann einfach wie so eine Art Majority Vote zu sagen, das, was einfach am häufigsten vorkommt oder dann im Zusammenhang mit der Segmentierung da eine bessere Verteilung zu kriegen, dass selbst wenn manche Punkte nicht so richtig liegen oder irgendwie auf der falschen Straße liegen, dass sowas dann einfach aussortiert werden kann. Okay, dann haben wir die nächste Frage, geht dahin. Das habt ihr ja auch schon gesagt, genau, plant ihr das mit Gehwegen und wie würdet ihr das straßensensitiv verarbeiten?
Was ist mit straßensensitiv an der Stelle gemeint? Straßenseitensensitiv, ah. So, ich habe das Seiten vergessen. Ja, Entschuldigung. Ja, also tatsächlich ist mit eines der Ziele dieses Projekts vor allem auch den Fokus auf Radwege und Gehwege zu legen, weil meistens bei dieser Frage der automatischen Klassifizierung die Straße für Autos im Fokus steht und wir den explizit anders legen wollen, was vieles verkompliziert. Gerade auch das verkompliziert mit der Seite. Und ja, das wollen wir berücksichtigen. Wir haben verschiedene Ideen, wie man es berücksichtigen kann. Wir haben sie noch nicht getestet. Das eine ist, dass beispielsweise dass man die Richtung des Bildes kennt und man auch die Sequenz des Bildes kennt, wenn mehrere Bilder in einer Reihenfolge aufgenommen wurden. Das heißt, man kann schon inferieren, in welche Richtung die Person gefahren ist, als das Bild aufgenommen wurde. Sodass wir hoffen, über diese Information eben auch die Seiten spezifisch rausfinden zu können, weil gerade auch für Gehwege und Radwege das häufig unterschiedlich ist für beide Seiten. Wie gut das funktioniert, das gilt es noch zu testen. Okay, dann wo kann man die Auswertung betrachten? Noch gar nicht. wir sind jetzt gerade so mit dem ersten Drittel des Projekts fertig. Es gibt unsere Webseite bereits, die man auch hier sieht, genau. Da werden, sobald es dann öffentliche Auswertungen oder Auswertungen gibt, die wir dann veröffentlichen, auch sichtbar gemacht werden und auch auf GitHub entsprechend der Code bereitgestellt werden. So, es hört gar nicht auf mit den Fragen. Also ich muss mich hier schon durchscrollen. Die nächste Frage ist, welche Software nutzt ihr für die Klassifizierung und Segmentierung? Python. Falls genauer, PyTorch ist jetzt unser Framework, was wir verwenden, je nachdem, wie tief die Frage gehen soll. Ja. Gut, okay, dann gucken wir nochmal, welche wir noch nehmen. Wie geht ihr mit 360-Grad-Aufnahmen um? Da sind wir auch letztens drauf gestoßen. Aktuell betrachten wir keine 360-Grad-Aufnahmen, aber man sieht, dass vermehrt die Bilder mit 360-Grad aufgenommen werden und die Qualitäten auch von denen scheinbar deutlich besser oftmals sind als von denen, die im Auto irgendwo durch die Windschutzscheibe. Das werden wir jetzt demnächst auch mit einbeziehen. Dann müssen wir die 360-Grad-Bilder ja wieder auf 2D zurücktransformieren und dann werden wir die hoffentlich auch mit verarbeiten können. Gut, dann gibt es hier noch einen Hinweis. Ist bekannt, dass bei OSM historisch bedingt Kopfsteinpflaster zu häufig vorkommt? Denn anfänglich hat der Editor Josem aus Pflasterstein Cobblestone Kopfsteinpflaster gemacht. Wir haben tatsächlich Cobblestone und Set in eine Klasse zusammengefasst. Gut, okay. Was nehmen wir hier noch? Wir haben noch Zeit. Ein bisschen Zeit haben wir, genau. Inwiefern werden die Infos beim Routing genutzt oder können die nachher beim Routing genutzt werden für Fahrradgehfahrer oder Fußgänger? Also unser Ziel ist, das Mapping am Schluss, also diese Aggregation auf das OSM-Netz zurückzumappen, sodass es hoffentlich einfach sein sollte, das dann entsprechend, wenn man OSM als Routing verwendet, auch damit einbeziehen zu können, weil es die gleichen Straßensegmente verwendet. Grundsätzlich versuchen wir es eigentlich agnostisch vom Straßennetz zu machen, dass man theoretisch, wenn man es selber anwenden würde, auch irgendein anderes Straßennetz als OSM reingeben könnte für diesen Aggregationsschritt. Da hatten wir beispielsweise auch schon mit der Senatsverwaltung in Berlin gesprochen gehabt, für die das interessant wäre, für deren Fahrradnetz, die dann natürlich ihre eigenen Karten und Geometrien haben und dass man dann das Mapping eben auch auf diese Straße machen könnte und genau je nachdem, was man für sein Routing verwendet, das hoffentlich integrieren, wäre schon das Ziel, genau. Okay, wie unterscheidet sich euer Projekt Surface IA von den bestehenden MVM-Projekten wie A, B, PA, Azure und Infrasense? Sagt mir alles nichts, aber euch vielleicht. Infrasense sagt mir was. Das ist, glaube ich, das aus Osnabrück und Oldenburg, glaube ich. Und das erste, glaube ich, auch zu kennen, das war, glaube ich, ein auch kamerabasiertes System. Also insgesamt vielleicht die meisten Projekte, auch MFAN-Projekte, die es in dem Bereich gibt und die wir uns auch angeschaut haben, haben meistens zwei verschiedene Verfahren. Das erste ist sensorbasiert, dass ich nochmal selber über einen Accelerometer oder den anderen Sensor, dessen Name mir entfallen ist,
Nee, noch selber praktisch über die Erschütterung versuche, wenn ich eine Straße abfahre, zu erkennen, wie die Qualität ist. Ich glaube, das ist beispielsweise, was InfraSense macht. Es gibt auch teilweise noch andere Sensoren, die damit einbezogen werden. Das ist aber immer damit verbunden, dass ich nochmal selber manuell irgendwelche Straßen abfahren muss. Auch ich glaube, das erste Projekt basiert auch darauf, dass mit einer Kamera nochmal selber Kamerabilder aufgenommen werden und das sehr speziell dann auf diesen einen Datensatz angewandt wird. Und unser Ziel ist eigentlich, dass wir mit diesem Ansatz, wo wir einen sehr heterogenen Trainingsdatensatz haben und dann aber auch im Inferenzschritt die Mapillary-Bilder nehmen können, dass man sich diese Datensätze erzeugen kann für Städte, für die ich nicht nochmal neu Daten erhoben habe, sondern einfach auf bestehende offene Daten zurückgreifen kann. Okay, dabei würde ich das belassen, dann kann nämlich jetzt noch der Raum gewechselt werden gleich. Es gibt noch weitere Fragen, vielleicht können wir da im Nachgang nochmal auch schauen, draufschauen, was es da gibt. Eine Frage gibt es noch aus dem Podium, nämlich wo sind die Folien? Sind die Folien nachher erreichbar? Ja, die werden wir auf der Konferenz-Homepage bereitstellen. Das heißt, wir haben die jetzt hier auf dem Rechner und die werden auch bereitgestellt, die Folien im Anschluss. Einfach nochmal in den nächsten Stunden, Tagen auf die Konferenz-Homepage schauen. Dankeschön.